Das Spiel ist ab 6 Jahren. Solltet ihr noch nicht so alt sein, dann schaut euch doch lieber ein anderes Spiel an. Wir haben ja jetzt Drillinge. Ja. Wie man unschwer erkennen kann, einer im Kinderzimmer, zwei im Schlafzimmer. Unbeabsichtigt. Ja, wir hatten es leider nicht so, also genau, nicht beabsichtigt und B, bei der Namensvergabe dachten wir erst, er hätte die Namen nicht genommen und haben dann quasi drei Variationen von Hendrik eingegeben. Aber nun gut. Jetzt haben wir Hendrik, Hendrik und Hendrige. Hendrik. Irgendwas Französisches. Wir wissen es nicht, wie man es ausspricht. Zwei von den Hendrik sind nicht gut gelaunt. Ja, ich wollte mal ganz kurz gucken, wie das überhaupt aussieht hier mit ihr. Wie, ob sie irgendwas braucht und ob sie arbeiten muss. Überhaupt muss sie, was haben wir heute? Montag. Nee, heute muss sie nicht arbeiten. Sie ist müde. Lass sie erstmal Kaffee trinken, ein bisschen miteinander quatschen. Gott, die gehen mir schon auf den Senkel. Er kümmert sich ja schon. Bitte? Ich bin schon wieder auf den Senkel. Am schlimmsten ist noch die Katze mit dazu. Hast was laut, ne? Mein Kopfhörer wird leiser machen, ich verstehe sonst nichts mehr. Ja, die Hendrix. Ja, ich habe so ein bisschen einen Überblick verloren, ob wir überhaupt wieder arbeiten müssen. Sie muss morgen wieder arbeiten. Muss sie wieder arbeiten? Ja, wir sollten vielleicht mal gucken, ob... Sie muss arbeiten. Na gut, Malerfähigkeit hat sie schon erreicht. Da haben sie mal schon mal alles safe. Dann würde ich doch sagen, lassen wir sie doch mal schlafen gehen, oder? Ja. Oh, sie hat doch ein bisschen Hunger. Komm, sie isst erstmal was und dann geht sie schlafen. Wir haben ja noch en masse hier drin stehen. Der geht nicht gucken, ne? Der tanzt da jetzt rum. Das kann sich ändern. Und zwei Hendrik sind immer noch am Jammern, die Armen. Gott, wir wollten ein Kind. Ja, und haben drei bekommen. Und eine Katze haben wir auch noch. Und die Katze haben wir auch noch. Blinky, Blinky. The Brain. So, Kind Nummer 1 ist gleich zufrieden. Wenn das zufrieden ist, jetzt ist das andere Hendrik auch noch aufgewacht. Ja, komm, der kriegt auch volle Packung. Einmal die Flasche, Windel gewechselt, wunderbar. So, Kinder zufrieden. Welcher Hendrik ist das hier? Ich muss mal selbst gucken. Oh, das ist Hendrik. Also Hendrik an sich ist relativ zufrieden. Du weißt, dass die alle Hendrik heißen. Ja, aber das ist Hendrik mit K. Das ist Hendrik. Hendrik? Und André. Oh. Hätten wir das André gewusst, dass das Drillinge sind, hätten die natürlich alle anderen Namen bekommen. Ja, wie gesagt, als die Kinder auf die Welt... Oh, was haben wir jetzt? Justin hat Level 4 der Fähigkeit Erziehung erreicht. Hervorragend. Als die Kinder zur Welt gekommen sind, haben wir einen Namen eingegeben, das war Hendrik. Und irgendwie kam das, nachdem wir das eingegeben haben, das Fenster wieder. Stand ja nirgendwo, dass es Drillinge sind. Wir haben gedacht, das wird jetzt nicht annehmen, weil wir den Hendrik mit dem Apostroph über dem E zuerst gemacht haben. Genau. Und dann haben wir gedacht, okay, das nimmt das Zeichen nicht an. Dann haben wir den Hendrik mit, was haben wir, mit dem K oder mit G? Ich weiß es nicht mehr. Oh, wir haben noch einen irgendwie Hendrik sowas gemacht. Ja. Und danach, dem dritten Hendrik, waren es Gott sei Dank keine Vierlinge, sonst weiß ich nicht, wie das vierte Kind noch geheißen hätte. Da hätte man vielleicht Hendrik mit Hendrik der Vierte oder sowas, keine Ahnung, was wir dann gemacht hätten. Nee, so. Hendrik mit Ä, finde ich. Dem fehlt auch ein bisschen Energie hier. Wenn da noch eins dazukommt, dann wird das ein Hendrik. Der trinkt erstmal Kaffee. Das gibt Energie. Ja, dann würde ich doch sagen, ihn haben wir eigentlich gar keine Fähigkeiten groß ausüben lassen, aber er kann das Waschbecken reparieren, so wie es aussieht. Da freut er sich, das gibt Elan, das gibt Stimmung in der Bude. Oh, was ist kaputt? Das Waschbecken. Ah. Ich habe hier irgendwas angeklickt, ich sehe gerade nichts. Ah, da muss ich.
So. Ja, das kann jetzt nur Stunden dauern. Wir gehen auf Vorspulen. Oh, er ist fertig. Schnell die Teile plündern. Pümpeln. 3 gewöhnliche Tuning-Teile erhalten, der Gute. Unser Justin. Ja. Justin ist unser Hausmann. Erstmal noch. Ja, der wollte Kinder haben. Den Wunsch haben wir ihn erfüllt. Ja, eigentlich haben wir gerade ein Kind. Und wenn das zur Schule geht, hätte dann Justin sich auch verwirklichen können und wäre Koch geworden oder was auch immer. Ja. Ja. Jetzt verwirklicht er sich als Hausmann und Tagesmutter sozusagen. Ja. Müssen unseren Freund mal wieder einladen. Training? Warte mal, wie kam der denn auf Training, wenn ich auf die Pfütze gehe? Ach, keine Ahnung. Macht da Liegestütze. Wie verrückt aufwischen. Ja, das ist, ne? Aber er macht es nicht. Ja, ist auf dem Weg. Der ignoriert mich heute, der Justin. Wenn du so weitermachst, gehst du buddeln, mein Freund. Ja. Ja. Der kann auch mal wieder fast schlafen gehen, ne? Komm, dann geht mal Hände waschen. Jetzt, wo das Waschbecken repariert ist. Und Zähne putzen, volles Programm. Schön sauber. Wir müssen Brand nochmal einladen. Oh Gott, ja, Brand New Friend. Der kann sich mit um die Kinder kümmern. Der macht dann direkt einen wieder das Katzenklo sauber, das macht er von sich aus. Der ist ganz nett, der Brand. Und ja, bringt den Müll raus. Jedes Mal. Der kommt, isst sich rund, geht eine Runde Computer spielen, macht das Katzenklo sauber und bringt den Müll raus. Ja, so muss das sein, ne? Ach, Kind ist wieder wach. Ja, Moment, jetzt müssen wir erstmal Katzenklo machen. So. Kann direkt den Müll leeren. Komm, Mopper nicht, mach hin. Oh, jetzt haben wir ein paar Mal zu viel. So. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt ist er dran. Ah, ja klar, Flasche füttern, Windel wechseln hilft immer. Ja, ich probiere hier in der Nebenzeit noch so ein paar Sachen rum. Hey, ich habe gerade auf dem anderen Bildschirm nur geguckt. So, jetzt ist er auch zufrieden. Zumindest jetzt. Wir haben gerade mal 14 Uhr, der kann doch jetzt nicht schon schlafen gehen. Sonst muss er jetzt wach. Ich dachte gerade, der geht automatisch schlafen. Theoretisch muss er auch wach bleiben, damit sich irgendeiner um die Kinder kümmern kann, derzeit, wo sie pennt. Natürlich. Oh, die Kaffeemaschine ist heute ganz hoch im Kurs. Die benutzen die normalerweise nie. Und jetzt ist schon der zweite Kaffee hier am Start. Wahrscheinlich hat er die Kaffeekochkunst erlernt, wir wissen es nur nicht. Ja, genau, setz dich aufs Bett, hör zu, wie das Kind schreit und trink genüsslich deinen Kaffee. Ja, das ist gut. Das machen alle Eltern so. Was hat er? Schon wieder schmutzige Windel? Das haben wir doch gerade gemacht, oder? Aber ein kleines Scheißerchen. Oh Gott, das stresst mich beim Zugucken schon. Warum stresst dich das beim Zugucken? Ich stell mir das dann vor, ich spüre das nach. Ja, so lange ist es ja noch nicht her, ne? Nee. Aber nicht mal 3. Hat in einfacher Ausführung gereicht. So, eher entspannt. Und das nächste ist wach. Wieder er? Ach, das geht im Kreis. Komm, wir liebkosen mal. Warte mal, hier, der ist auch wach. Der beschwert sich gar nicht. Na komm, der kann trotzdem mal geliebkost werden. Ja. Und dann, der hat auch keine Windel nötig. Ja, dann mach ihm trotzdem eine, der liebkosen. Hat sonst danach eine. Nee, das nötig. Haben wir doch gerade eben erst gemacht. Ja. Aber weißt du, was das kostet, so viel Windel zu kaufen hier? Wieso mal lieber aufs Töpfchen laufen? Ja, oh Gott. Ja, die armen Hendrix. Die sind schon, ich immer weiß gar diese nicht, Anforderungen. 3-4 Ingame-Tage alt. Die können doch wohl schon krabbeln mittlerweile, oder? Das kann man doch mal erwarten. So, rüber da. Oh, ei.
Lass Blinky in Ruhe. Sag mal, der macht das schon wieder nicht. Ach, das soll das sein, oder was? Der winkt da mal rüber, oder wie? Nee, so nicht. Geh mal hüpfen da. Was hat der? Der will mit der Katze irgendwas machen, oder was? Junge. Hat Gin schreit. Die Katze ist egal. Ta. Oh Gott. Jetzt macht das wenigstens. Hätten wir das gewusst, hätten wir das gelassen. Was ist das mit der Katze, mit den Kindern? Alles. Ah, nee, wäre ja dann. Das wäre ein bisschen zu langweilig. Ja, aber Blinky gibt mir auch schon die ganze Zeit ja, auf die Blinky Nerven. Ist halt sehr mitteilungsbedürftig zeitweise, sagen wir es mal so. Ja. Hatten wir nicht auch irgendwie eine Ansage, eins dieser Kinder soll Geburtstag haben? Seltsamerweise ist auch nur ein Henrik. Tatsache. Haben wir das schon gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Tage ist das schon her in dem Spiel. Okay. Aber ich meine, das stimmt. Also 25 Tage, wo wir nicht gespielt haben, ne? Oh. Schon was länger her. Das ist nicht im Spiel. Weil ich war es erst gestern im Spiel. Naja, lass mal das Thema jetzt mal. Ja, also. Und der nächste ist wach. Ja, da kommt Freude auf. Obwohl, der ist wieder moppern hier. Warum kriegst du mal ein Fläschchen? Dann liebkosen wir nochmal, dann muss er zufrieden sein. Der zweite, das hat sich auch schon gemeldet hier. Der hat bestimmt auch Hunger, dann haben die gleich wieder die Windel voll. So ist das, was oben reingeht, kommt unten direkt wieder raus. Ja. Könnte bei uns auch manchmal stimmen. Ja, aber so schnell wie dem Spiel geht's nicht. Nein. Ja, ist schon spaßig mit Drillingen, macht Fates, doch. Aber Justin wollte es so, er wollte unbedingt in die Vaterrolle schlüpfen. Und jetzt hat er es bekommen. Und wo Justin ist, ist auch Blinky. Blinky, the brain. Wie lange pennt die eigentlich noch? Guck mal, die kann auch mal aufstehen hier. Da kann er sich gleich mal hinlegen, weil er ist auch nicht mehr so ganz taufrig. Ach, und sie kann strecken. Der ist aber hier. Der hat aber Aufmerksamkeit nötig. Jetzt hat er die Windel schmutzig. Aber ja klar, der hat eben die Flasche bekommen. So, haben wir's? Wie gesagt, muss sie nicht eigentlich zur Arbeit? Hendrik und Justin sind soeben gute Freunde geworden. Wieso? Nee, heute ist auch noch Montag. Morgen muss sie erst zur Arbeit. Ja, oh. Ich habe den Überblick verloren. Aber wie wir festgestellt haben, haben wir jetzt auch ewig nicht gespielt irgendwie. Das kam mir nicht so lange vor. Ja, manchmal ist das so. Blinky zum Fressen rufen, lieber nicht. Dann aber platzt ich glaube, Blinky. Blinkys Napf ist ja nicht leer. Bitte? Ja. Man könnte es doch mal füllen. Leer ist der noch nicht. Ja. Außerdem, Blinky hat genug Reserve. Die kann noch ein paar Tage ohne zur Not. Das wird die überleben. $40, ey. 10 Millionen. Der ist schon wieder am Futtern, guck. Die Katze ist auf dem Tisch. Runter. Leckerchen geben, komm, hast du fein gemacht. Nein. Blinky Essen geben. Ah, zu spät. Ja, komm, Chris Leckerchen, bist runtergesprungen von sich, also von alleine. Lohnen sie nicht. Doch, Blinky hat's geschnallt und ist runtergesprungen. Aus Blinky ist glücklich. Hier dieses Simstagram oder wie sich das da schimpft. Wird gemacht. Oh. Ah, da hat aber jetzt erstmal Kuchen und Lizzie im Kopf. Da hat die Musik ausgemacht. Ah, da haben wir es doch. Schön unterm Tisch. Ja, komm mal. Also. Hast du die Musik ausgemacht? Nee, das ist wegen dem Foto. Ach so. Da ist die Musik wieder. Mal mit der Ruhe, ey. Model. Gucken wir mal, wie viele Follower Blinky bekommt. 17, ne?
Ich habe gerade nicht geguckt, um ehrlich zu sein. Ja. Ich habe 17 Simstagram-Follower. Blinky wird voll berühmt. Aber sowas von. Oh. Und Blinky ist schon wieder am Tisch gewesen, um Küchentresen, aber nur gut. Ja, Blinky ist schlecht dazu. Ich hoffe, heute klappt alles mit Ton und Bild. Ja, also falls irgendwas nicht so gut rüberkommen sollte, bitte in den Chat schreiben. Weil wir kriegen das sonst nicht mit. Weil wir haben da wieder dran rumgefummelt. Ja, aber diesmal sollte alles optimal stehen. Alles funktionieren. Dachten wir gestern auch. Ja, aber diesmal habe ich es getestet. Ich möchte nicht wissen, wann er gestern schlafen gegangen ist. Das hat ihn noch beschäftigt. Ein wenig, ja. Ja, geh mal schön im Badezimmer abwaschen. Dafür haben wir ein Waschbecken. Karneval auch. Feiern. Ich. Genau, das empfinde ich gerade auch. Der geht Ben? Ja, deswegen haben wir heute übrigens beschlossen, dass ich nicht spiele. Ich habe beschlossen, ich habe keine Lust zum Spielen. Blinky hat sich's gemütlich gemacht, am Kühlschrank. Ach Gott. Die hockt immer da, wo sie nicht darf. Sie liest ein Buch. Sie liest ein Buch? Sie liest ein Buch. Jetzt nicht mehr. Ach, hat sie gerade den Kopf in das Buch geknallt? Ich habe gerade nicht hingeguckt, keine Ahnung. Gemälde anfertigen hatten wir eben schon, das ist abgeschlossen. Dann. Ja, sie tanzt mal ein bisschen. Sie könnte eigentlich schon mal duschen gehen. Komm, die geht. Wie viel Uhr haben wir? 21 Uhr. Sie geht mal duschen? Nee, warte, nicht normal duschen. Können wir die nicht erfrischen? Doch. Heute will mein Kopfhörer nicht. Wieso? Das drückt mich heute so auf dem Ohr. Ja, aber es passt schon. Das ist, weil du nicht lieb zu deinen Kopfhörern bist. Das ist alles. Doch, aber so du hast mir die Stimme von dir geklaut. Jetzt muss ich den immer zur Seite schieben, weil ich dich sonst nicht verstehen. Wieso habe ich die Stimme von dir geklaut? Ach so. Du liegst mir nicht mehr auf dem Ohr. Ja, ja, das ist klar. Oh, ein Hendrik. Das ist, weil du nicht spielen willst. Da muss man halt das Setup ändern. Das bist du selbst schuld. Ja. Motivation pur. Ich bin nicht unmotiviert, ich bin nur müde. Ach, da schreit ein Kind. Was haben wir? Füttern, komm. An die Brust? Nee, ey, das ist neu, oder? Kommt das schon die ganze Zeit? Das kommt mir schon die ganze Zeit. Das machst du auch schon die ganze Zeit. Oh, okay. Weil wir beschlossen haben, dass das gesünder für die Kinder ist. Ah, dann. Dann ist ja halt schon 25 Tage her. Ach. Wunderbar, so, das Kind ist ruhig. Kann ja auch nicht anders momentan. Blinky streunert rum. Und ab auf den Tresen, komm. Nee, doch nicht. Blinky hat übrigens Angst vor dem Ofen. Ja, und vor der Küche manchmal, ne? So, warte mal. So, sie kann malen. Oder erstmal verkaufen, besser gesagt. Wir verkaufen an die Kunstgalerie. Und dann malen wir. Na, ein Wunsch, was wir malen sollen? Ein Hamster. Ach, dann machen wir Pop Art. Warum wird mein Hamster nicht genommen? Ey, vielleicht malst du jetzt. Wird nur wieder belächelt. Immer meine Wünsche, meine ja, Vorschläge doch, für Tiernamen werden auch nie genommen. Das wird ein Hamster mit Brille, guck mal. Und einer ganz dicken Nase. Ja. Ja, außerdem hast du schon Bärse. Ja, unsere Bärse. Bärse ist das Beste. Wir sollten einen Bärse-Fanclub aufmachen. Weiß niemand, was gemeint ist? Und das nächste Kind schreit. Oh wei, das ist so jämmerlich. Komm, hör auf. Oh, hilf ihm doch. Ich bin doch dabei. So, einmal gepampert. Fertig. Und weiter geht's. Freut er sich. Ja, der freut sich so sehr, dass er direkt wieder wegpennt, aber umso besser. Ist ja auch Zeit, nicht? Selbst Blinky legt sich hin. Welch seltenes Vergnügen, dass Blinky mal auf den Kratzbaum geht.
Das stimmt. Das tut sie nicht oft. Aber wir lassen sie auch einfach auf diesen Möbeln überall rum.